Ja, 2013 ist Bundestagswahljahr und in diesen Jahren ist die Umfrageforschung natürlich von besonderem Interesse. Unsere Arbeit wird intensiv begleitet, auch kritisch begleitet, wie man jetzt in Niedersachsen auch gesehen hat. Das ist auch gut so, denn wir erfüllen natürlich eine wichtige Funktion. Wir geben dem Wähler auch in Zwischenwahlzeiten eine Stimme. Und das wird natürlich immer interessanter, allerdings eben auch sensibler, je näher die Wahl rückt. Das setzt voraus, dass wir Umfrageinstitute wirklich alles tun, damit die Umfragen korrekt, wissenschaftlich, objektiv erfolgen. Wir müssen auch darauf achten, dass die Befunde in den Medien korrekt wiedergegeben werden, inklusive auch der Einschränkungen, beispielsweise die Einschränkung, dass alles, was Sie heute an Umfragen lesen zur Bundestagswahl, natürlich noch keine Prognose ist. Denn die aktuellen Umfragen können nur die aktuelle Stimmung wiedergeben und diese Stimmung wird sich mit Sicherheit noch in den nächsten verbleibenden 8 Monaten immer wieder mal zugunsten oder zulasten der einen oder anderen Partei entwickeln. Wir werden erst zur Wahl hin, je näher die Wahl rückt, ein einigermaßen verlässliches Stimmungsbild bekommen. Aber die Niedersachsenwahl hat ja auch gezeigt, wenn es knapp wird, dann wird es auch enorm schwierig werden für uns, die Stimmung so wiederzugeben in der Sonntagsfrage, dass sie eben auch das Wahlergebnis dann wiedergibt. Denn wir haben es mit einem Zweistimmenwahlrecht zu tun, das kompliziert ist. Wir haben es mit einer Wählerschaft zu tun, die immer volatiler wird. Wir haben es auch mit einer Parteienlandschaft zu tun, die immer größer, bunter wird, mehr Wettbewerb herrscht. Und das macht natürlich auch die Arbeit der Umfrageforschungsinstitute etwas schwieriger. Wir müssen immer wieder darauf achten, dass unsere Instrumente neu auf diese Gegebenheiten justiert werden, dass sie geschärft werden, damit eben auch diese Unwägbarkeiten möglichst mit einbezogen werden. Wir haben allerdings die Gewissheit, am Wahltag, wenn der Wahltag dann da ist, die 18 Uhr Prognose, die wird sicherlich wieder sehr, sehr genau sein. Da können Sie davon ausgehen, dass das Wahlergebnis von den Umfrageinstituten in den Prognosen sehr, sehr exakt wiedergegeben wird.